Willkommen zurück hier zu Far Cry 4. Wir spielen es wieder. Mal sehen, was. Ah, das ist nur eine Ausgangstür. Ja, hier ist wieder euer Extreme. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Wir werden hier jetzt mal ein paar Leichen noch durchsuchen. Müssen wir hier mal noch ein bisschen Kohle bekommen. Und dann wollen wir dann den nächsten Außenposten machen. Der hat sich hier mit der Hand noch gewehrt und die Hand vors Gesicht gemacht, ne? So, hat aber nicht viel gebracht. Hallo. So, danke. So. Ah, hier ist er. Und sagt nichts. So, einwandfrei. So, ich glaube, hier oben müsste eigentlich auch noch einer sein. Der mir ja quasi direkt vor die. Nee, ist nicht mehr da. Da ist mir ja eine direkt vor die Flinte gelaufen. So, und wir wollen jetzt direkt den nächsten Außenposten machen. Dazu laden wir mal schnell die Karte. Nee, wir machen hier die Mission von Longinos. Der schickt uns bestimmt wieder irgendwo mitten durch die Pampa. So, der Wegpunkt wäre gesetzt. Dann gehen wir mal los, ne? Hier quer durch die Pampa, gelbes Blatt, schade. So, kannst ruhig ein bisschen schneller laufen, ne? Ach, guck mal, da geht ein Seilzug runter. Ist ja cool. Ne? Ah, ein Adler. Jede Menge Adler, sehe ich gerade. So, ich steige jetzt hier erstmal ins Auto ein. Ach so, muss ich jetzt hier rüber über die Brücke? Das ist aber scheiße jetzt, oder? Oh, probieren wir mal, ne? Ey, sehr cool. Ich kann hier mit dem Jeep über die Brücke heizen. Wow, shit, Alter. So. Wo muss ich denn hin? Mal schnell die Karte laden. Ich muss hier quasi so rechts hoch, ne? Also da, wo ich jetzt gerade hinschaue, ne? So, gehen wir mal zum Geschütz hoch. Ich muss hier mal aussteigen. Die verbrauchen meine Nerven gerade wieder extrem. So. Weg mit dir. Geh mir nicht auf den Piss, du Penner. So. So, ich kletter jetzt mal hier hoch. Auf dass ich mich Longinus langsam nähere. Wir wählen mal den direkten Weg. Ich hoffe, mir läuft noch ein Händler über den Weg, ne? Weil, ne, ja, mit den Spritzen ist mir wieder ganz schön knapp, ne? So. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, wir könnten mal kurz hier vorbei. Ah, guck mal. Ein Bär. So. Danke. Nichts für ungut. Na, guck. Und dann wollen wir mal das Bärenfell noch häuten. Na, guck. Da haben wir auch schon das Poster. Und wollen wir hier ein Brandfell rausholen.
Und hier gibt es auch eine Maske. Super. Und eine Kiste gibt es hier auch. Guck an. Hier ist noch eine Kiste. Wir müssen jetzt erstmal hier die Maske finden. Mal guck, da ist er. So. 15 von 55. So, nochmal einen Pfeil wieder reinmachen. Und jetzt können wir weiter zu Longinos. Wir sind quasi direkt vorm Ziel. Da unten ist schon sein Zelt. Hui! So. Klopf, klopf, jemand zu Hause? Da ist er mit seinen Waffen und Granaten und so weiter, ne? Ich wäre bereit. Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hingabe erfreut mich sehr, aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde. Von Kindern lässt du den Feind verstummen und wirst ihr Rächer. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Wo bist du hin? Der Typ ist so krank. Aber ich mag den Typ. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Ja. Jetzt machen wir mal hier weiter. Erreiche den Aussichtspunkt. Hier ballert es wieder übelst viel rum, ne? In diesem Zelt war Amita. Alter. So. 313 Meter. Ey. Wow! Egal. Können wir runtersliden. Ciao. Und weiter geht's. So. Da kommen wir an einem Turm vorbei. An einem freigeschalteten Glockenturm. Ach, guck mal. Da haben wir noch ein Poster, was wir entfernen können. Machen wir natürlich auch gleich noch. Wo ist die Kiste? Da muss noch eine Kiste sein. Da, guck, da ist sie. So, und jetzt gehen wir weiter. Oh, Reissack. Hier, wo muss ich jetzt lang? Aua. Voll auf die Schnauze geflogen. Alter, die können hier alle nicht fahren, ne? So, wir sind jetzt gleich angekommen am Aussichtspunkt. So. Hier ist der Aussichtspunkt. Da ist auch ein Gyrokopter. Ja. Ein Schmuggler nähert sich. Ey. So, dann wollen wir mal dem Schmuggler schön mit dem Helikopter folgen. Hier aus luftiger Höhe. Ah, komm schon. Er führt mich jetzt bestimmt gleich wieder hier so zu einer abgefuckten Höhle oder so.
Checkpoint. Töte den Schmuggler. So. Ich glaube, ich sollte mal runter. Das mit dem Nashorn gefällt mir nicht so wirklich gerade, dass er so ein Nashorn rumspringt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich könnte es mal ein bisschen senken. Jetzt gibt's das, da hast du. So. Hallo? So. Nein, das gibt's nicht. Ey, ich habe aber auch wirklich kein Glück in letzter Zeit mit diesen blöden Scharfschützen. Na ja, gut, egal. Die tun sich ja quasi revanchieren für das, dass ich sie auch ausgeschaltet habe. So, töte den Schmuggler. So. Töte den Schmuggler. So, hier vorne. So. So. Noch mehr? Oh, das gibt's nicht, oder? Ey, ich war doch gerade im Heilen, Mann. Mensch, was geht denn los? Hab ich das Spielen verlernt? So. So, ich werde jetzt als erstes mal hier diesen blöden Scharfschützen auf dem Dach erledigen. Na, weg mit dir. So. Mensch, du! Da ist er. Na, weg mit dir. Wo ist der andere Pisser? So. So. Wen haben wir jetzt noch alles hier? Nochmal die andere Waffe rausholen.
Okay. Das war ja einfach. So, hier mal kurz hoch. Und mal hier die Leiche plündern. So, ich habe jetzt hier einen Gewölbeschlüssel. Hier ist der Scharfschütze. Was hat er für ein Gewehr? Ah, der hat das gleiche Gewehr wie ich. Nur meins ist ein bisschen besser. Kürzerer Lauf und so. So. Hier geht's jetzt in den Gewölbekeller. Da guck, ne? So, hier runter. Und öffnen wir mal das Teil, ne? Betritt das Gewölbe. Nimm den Blutdiamanten. Nein, hast du nicht? Mein Freund. Einen haben wir noch. Okay, es sind drei. So, zwei Stück haben wir noch. Los, spürt den Schweinehund auf und erledigt ihn. Weitermachen! Geht da raus, ich finde den Kerl und schlitzt ihn auf. So, beide erledigt. Schön über die Mauer drüber geschossen. Super, so muss das sein. Mal schön hier die Leichen noch durchsuchen. Mir geht so langsam das Geld aus vor lauter Waffengeilheit. Ne? Jede Menge Waffen geholt. Hier mein schönes Scharfschützengewehr und so. Ne? Ich kann es einfach nicht abwarten hier. Stein aus dem Weltraum. Stein aus dem Weltraum. Ist ja mal geil. So. Hier haben wir den Blutdiamant. Hallo. So, Blutdiamant genommen. Entkomme mit dem Blutdiamant. Ja, super. Da warten jetzt außerhalb jede Menge Ah, guck mal, eine Kiste. Die nehmen wir mit, ne? Wo ist die andere Kiste? So, ja, dann gehen wir mal hier raus. Hallo, bleib unten. Hat die wohl gar nicht beeindruckt? Wo sind die jetzt? Komm, zeigt euch doch mal. Ich habe hier so eine tolle Position. Nichts. Gebiet ist sicher. So, einen haben wir ja. So. Weg mit dir. Warum sind die roten Punkte auf einmal weg? Finde ich nicht lustig. So. Wir sitzen auf dem Dach rum, könnte es sein? Wir sitzen auf dem Dach rum. So, ich auch, mein Freund. Ich habe nämlich eine durchschlagende Munition. Haha, eine durchschlagende Munition. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt hier wirklich jedes Mal die Waffe wechseln hier, bevor ich... So, hier erstmal noch die Leichen durchsuchen. Bringe den Blutdiamanten zum Übergabeort. Jo, das werden wir jetzt noch machen. Nachdem wir die Leichen durchsucht haben, natürlich. Zack.
Ah, das sind die von vorhin auch noch. So. So, hier schön. So, der Übergabeort ist quasi hier vorne gleich. Also, hoffe ich zumindest. Mal schnell die Munition wechseln. Ein volles Magazin haben. Da haben wir auch das volle Magazin. Der Übergabeort ist wohl hier oben. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und dann ist auch hier schon der nächste Cut für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt dran, abonniert den Channel. Demnächst auch weitere Folgen mit neuen Projekten. Ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Euer X-Supply von Wir spielen es. Ciao.